Es war aber nahe das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten, und furchten sich für dem Volk. Es war aber der Satan, das gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der da war aus der Zahl der Zwölfen. Und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte, ihnen überantworten. Und sie wurden froh und gelobten, ihm Geld zu geben. Und er versprach sich und suchte Gelegenheit, dass er ihn überantwortet ohne Rumor. Es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm. Und er sandte Petrum und Johannem und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf dass wir's essen. Sie aber sprachen zu ihm: Womit willst du es essen? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folget ihm nach in das Haus, da ihr hineingeht, und saget zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, darin ich das Osterlamm essen möge mit meinen Jüngern. Und er wird euch einen großen gepflasterten Saal zeigen, da selbst bereitet es. Sie gingen hin und fundens, wie er ihnen gesaget hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, satzte er sich nieder und die zwölf Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlanget, dieses Osterlamm mit euch zu essen, ihr denn ich leide. Denn ich sage euch, dass ich in Führung nicht mehr davon essen werde, bis das erfüllt werde im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, danket und sprach: Nehmet denselbigen und teilet ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht trinken von dem Gewächse des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme. Und er nahm das Brot, danket und brach's, und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir über Tische, und zwar des Menschen Sohn geht hin, wie es beschlossen ist. Doch wehe demselbigen Menschen, von welchem er verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst,
welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Es erhob sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den größten gehalten werden. Er aber sprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrschen, und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Fürnimmste wie ein Diener. Denn welcher ist der Größeste, der zu Tische sitzt oder der da dient? Ist es nicht also, dass der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid es, die ihr beharret habet bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir mein Vater beschieden hat, dass ihr essen und trinken sollt über meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels.